Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Tages. Das hier ist Dead Edge. Kommt am 14. Juli auf Steam, und wie ihr hört und seht, ein Zombie-Game. Das ist Early Access und rundenbasierte Kämpfe, wenn ihr das hier macht. Das Spiel gibt es in Deutsch, ist von Headach Games und derzeit auch im Angebot. Ich würde sagen, ich schaue einfach mal rein. Falls ihr euch wundert, warum die Musik so leise ist, ich habe den einen Tag im Stream mal kurz reingeguckt und habe direkt einen Claim drauf gekriegt. Deswegen seid mir nicht böse, wenn ich die Musik leiser mache. So, dann wollen wir mal spielen starten. Profil 1, okay. Die besten. Oh, das ist. Das geht jetzt gerade sehr, sehr schnell. Das müsst ihr am besten mal lesen, wenn ihr, indem ihr das Bild anhaltet. So, die Beruf. Wähle die berufliche Vergangenheit deines Charakters aus, bevor der Ausbruch des Virus begann. So, die sind jetzt noch alle gesperrt. Wir können nur Student nehmen. So. Wir sind Student und wir heißen, ja. Ach komm, wir nehmen mal Jack. So, und dann gehen wir auf Start. Den Prolog lasse ich euch jetzt mit ansehen, weil da wird ein bisschen die Startgeschichte erklärt. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Ich lese euch das vor. Wir erzählen ja nicht. So, Start. Zuerst wird die Lage harmlos. Vereinzelte Menschen klagen über Bewusstseinsstörungen, bis sich ihre Adrenalinausschüttung exorbitant steigerte. Die Wissenschaftler waren ratlos und fanden bis heute kein Gegenmittel für die Krankheit. Die Zombifizierung, geiles Wort, begann. Der Ausbruch tobte über den ganzen amerikanischen Kontinent und führte zu purem Chaos. Die Regierung und die Wissenschaftler hatten versagt. Jetzt zählt nur noch Kämpfen, um zu überleben. Prolog. Du lässt erschöpft den Blick über den Horizont schweifen, siehst in der Entfernung zahlreiche Rauchschwaden. Du kannst es immer noch nicht fassen, was in den letzten Stunden vorgefallen ist. Die Comics sind echt geil, ne? Gut gezeichnet. Lilly, bist du da? Geht's dir gut? Du blickst dich hastig um, aber keine Spur von deiner Schwester. Es ist noch nicht viel Zeit vergangen, als der Unfall geschah. Du wurdest aus dem Wagen geschleudert und bist bewusstlos am Rand der Straße liegen geblieben. Ich muss sie finden. Sie muss doch irgendwo hier sein. Auf der Landstraße stehen zahlreiche Wagen, links und rechts aber keine Spur von Menschen. In der Entfernung siehst du ein paar reglose Personen in einem Wagen. Lizzie? Hallo? Nein, nicht schon wieder. Etwas hat dich bemerkt. Etwas hat dich bemerkt. Das hässliche Aussehen der Gestalt, die sich nähert, ist dir nicht mehr unbekannt. In den letzten Stunden musstest du viel Leid ertragen. In dem Chaos herumschreiender Menschen sind sie immer wieder aufgetaucht. So. Der grässliche Streuner schwankt nur langsam herum. Dennoch steigt dein Adrenalin und deine Gedanken rasen. Du zerrst hastig in den Taschen deines Rucksacks. So, das hier ist jetzt dein Buch. Das sind wir. Hier steht, wie viel Leben wir haben, wie viel Erfahrung und wie groß unsere Party ist. Hier ist die aktuelle Quest. Suche nach deiner Schwester Lilly, wie viel Erfahrung wir haben. Man kann hier auch weiter blättern. Dann sieht man hier auch, welche Funde, also wo wir sind, wie viele Funde wir hier machen können oder welche Funde, Verbände, Waffenteile, Kleidungsstücke, welche Gegner hier rumlaufen. Und hier hat man noch Zombie-Bedrohung, Kampfbedrohung, wie viel Essen wir haben, wie viel Material und wie viel Werkzeug. So, wir wollen ja einmal ins Inventar. In diesem Bildschirm bereitest du dich auf den Kampf vor. Zuerst musst du deine Waffe an den Knüppel anlegen, schließ dich auszurüsten und anschließend zum Kampfgeschehen zurückzukehren. So, den rüsten wir jetzt aus. Der Untote kommt langsam näher. Du hörst ein dunkles Gurgeln.
Noch vor ein paar Stunden hast du mit angesehen, wie dein Bruder von so einer Bestie zerfleischt wurde. Es verging keine Minute, da verwandelte er sich. So, hier seht ihr auch nochmal das Inventar. Ne? Hier nochmal die Werte. Die Reflexe, Stärke, Wahrnehmung, Intelligenz. Und hier auch eine Verteidigung, Resistenz. Und welchen Status ihr habt. So, jetzt sollen wir ja auf Kampf gehen. So, und Angriff. Als du deinen Bruder abwehren musstest, hattest du genau diesen Knüppel in der Hand. Fleischfetzen markieren immer noch die Stelle, mit der du in deinen Schädel eingeschlagen hast. So, hier seht ihr jetzt einmal das Vieh. Na? Hier ist der Streuner. Der Streuner kann mit Doppelkralle empfindlichen Schaden auszahlen. Wir spucken Giftschaden aus. So, wir können, hier seht ihr jetzt einer. Dann machen wir hier Nahkampf, Angriff und dann müssen wir uns halt aussuchen, wen wir nehmen. So, Zombies können zäh sein. Das hast du gerade feststellen können. Der Untote konnte dich sogar kritisch verletzen. Du erinnerst dich daran, dass du noch eine andere Waffe im Rucksack gelassen hast? So, das heißt, während des Kampfes können wir am Rucksack. Dir kommt der Gedanke, dass du im Kampf jederzeit die Waffe wechseln kannst. Manchmal könnte das lebensnotwendig sein. Du wusstest dich mit der alten Glock deines Vaters aus und kehrst anschließend zurück. Das heißt, einmal die Waffe und ganz wichtig, Waffen ohne Muni, das haben wir in Dead Island schon gelernt, bringt uns gar nichts. So, dann geht's wieder zurück. So, du realisierst, dass das Anlegen der Waffe Zeit gekostet hat, die der lebende Tote nutzt, um erneut zu attackieren. Also das ist so, wenn ihr anstatt zuzuschlagen ins Inventar geht, ist das wie ein Zug. Und dann kann im Prinzip der Zombie direkt wieder attackieren. Diesmal aber nicht kritisch. So, Ark, stirb du Bestie. Du kannst dich kaum noch vor Schmerz auf den Beinen halten. Jede Waffe gibt eigene Fähigkeiten, nachdem du sie angelegt hast. Mit letzter Kraft zielst du mit deiner Pistole auf seinen modrigen Körper. So, jetzt Pistole, Angriff, Streuen. 186. Du hattest Glück, du konntest ihn mit deiner Waffe aus dem Gefecht setzen. Jeder Schuss kostet Munition, die du viel zu selten zur Verfügung hast. Wenigstens findest du etwas nützlich bei der nun wirklich toten Leiche. So, jetzt seht ihr, die Gegner haben ausgeschaltet. Unterhemd nehmen. Der Schuss hat noch andere Untote in deiner Nähe angelockt. Sie wittern den Duft von frischem Fleisch. Schlurfen gurgelt auf dich zu. Du nutzt die Zeit, um dich auszurücken. Wühlst in deinen Rucksack. So, dann gehen wir nochmal zum Rucksack. Oh. Hier sehen wir ja, das Hemd reduziert Schaden. Boah, dann gehen wir jetzt wieder zum Kampf. Die Untoten haben dich erreicht. Mit wenig Energie und mit wenig Schüssen und Trommel verteidigst du dich. Angriff. Oh ja, yeah, wir sind jetzt drei Stück. Na, na. Würde ich gerade sagen, Nahkampf. Angriff. Angeschlagene Schleuder. So, einmal. Au. Autsch, autsch. Fahrt zur Hölle. Oh, guck mal, wir kriegen Hilfe. Der Sheriff. Und ich habe ein neues Hemd. Nehmen. Der bewaffnete Fremde strahlt eine innere Ruhe aus. Die Sheriffkleidung gibt dir das Gefühl, einen Mitstreiter gefunden zu haben. So, du solltest besser mit mir kommen. Ich kann dir dringend noch ein paar Leute gebrauchen. Danke, aber ich suche meine Schwester. Sie ist einfach im Chaos verschwunden und nicht wieder aufgetaucht. Bist du sicher, dass sie noch lebt? In den letzten Stunden sind hier mehr Menschen gestorben als jeden anderen Tag in der Geschichte. Sie wird sicher noch leben. Sie ist zäh. Ich war besinnungslos und bin gerade in meinem Auto erwacht. Keine Spur von ihr.
Fahrt ist durch die vielen stehen gelassenen Autos blockiert. Lass uns erstmal die Straße entlang laufen. Dann suchen wir sie gemeinsam. Hier ist einfach Munition und ein Medikit für dich, leider. Also der Sound ist schon echt laut. Wie ist denn dein Name? Mit Kleiner hat auch ein Recht, denkst du innerlich, als du deinen Rucksack öffnest. Deine Zeit als Student war nicht gerade mit Erfahrungen verbunden, die dir bei diesem Chaos helfen könnten. Du weißt, dass du in dieser Situation eigentlich gewachsen bist. Mein Name ist Jack. Wo wollen wir überhaupt hin? Nicht weit von hier finden wir unser Camp. Da kannst du dich erstmal ausruhen, Jack. Beschließ, dein Medikit zu nutzen. Das medizinische Inventar ist limitiert, sodass du nur eine begrenzte Anzahl an Medikits zur Spitze mitgenommen werden können. Drei Dolch. So, medizinische Hilfe. Und benutzen. So, jetzt habe ich mich geheilt. Ich könnte sogar eine Mini nachladen. Kannst halt mehrere Munition miteinander kombinieren. Ist deshalb die Pistole und Mini zusammen. Kombinieren. Jawohl. Und jetzt ein Brustflott. Jawohl. Das hier? Nachdem du entsprechend das Flott ausgewählt hast, werden nur Kleidung angezeigt, die zum Brustflott passen. Auf diese Weise kannst du deine Gegenstände filtern. Du wählst das neue Hemd aus und klar, zum Kampfgeschehen. Alles klar. Wir tauschen die beiden. Und dann gehen wir kämpfen. Oh ja, es regnet. Es ist eine untote Krankenschwester. Man muss die Beste kennen, bevor sie effektiv getötet werden kann. Du erfährst mehr Informationen über die Gegner, wenn du mir den Namen anhältst. So, wie steht das auch immer? Geht immer noch. Die untote Krankenschwester geht immer noch ihren Instinkten nach und heilt andere Zombies. Zusätzlich benutzt sie eine Gitterattacke. Das ist der angeschlagene Streuner. Das hatten wir ja schon. Gut, ich würde aber sagen, hier, Angriff, Krankenschwester. Weil der Siegel ist, kann er nicht geheilt werden. Er auch noch. Oh, wir sind aber auch hartnäckig, wa? So. Autsch. Und sie liegen. So, du bemerkst, dass du stärker geworden bist. Es wäre ein guter Zeitpunkt, um über die Fähigkeiten nachzudenken und die Skills als. Meine Güte, ist der Regen scheiße laut. Ein Überlebender kann aus einer ganzen Auswahl an Skillpunkten wählen. Du hast Skillpunkte erhalten, die du für deinen Kampf und Jobs verwenden kannst. Probierst ein passendes Skill aus und kannst dann wieder zurück. Also, ich würde auf jeden Fall sagen, gewinnen. Das. Nahkampf. Ja. Übernehmen. Und Jobskill. Und Wasserfall. Übernehmen. Ist nur Plünder. Übernehmen. Ihr findet eine Kiste. Die Deckel scheint mit einer Karte zu sein. Zu öffnen. Schade. Genauer. Er hat es geschafft. Wir haben Baumaterial. Jack, passt gut darauf auf. Dort hast du kannst vergessen, denn Material ist unsere neue Regel. Im Material wirst du in keinem Gegenstände von Hintertaschen können. Er verlasst den Handel und wartet auf den Weg nach dem Wald. Die Unterinsitive Frage sehen, wie vereinzelt machen wir auf, die der Sheriff mit einem Sackenschuss aus seiner Schrotflinte erhielt. Jetzt würden wir sie brauchen. Doch keine Spur von euch verfolgt. Könnten wir nur kleinen machen. Wenn sie Glück hatten, traf sie auf Überleben auf. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt auf dem Weg zu kennen. Ja. Wollt ihr das kurz auf kennen? Ihr könnt theoretisch jetzt weitermachen.
Ich würde aber sagen, alter Schwede, ist der Regen laut. Kleinen Moment. So, besser. So, also, ich habe euch jetzt zum gezeigt, was es hier alles so gibt. Hier habt ihr noch mehr. Hier habt ihr noch mal den Partyreiter. Hier sind die Stats. Na? Könnt ihr auch nochmal gucken, was habt ihr getötet, was probiert, Herausforderungen gibt es. Dann gibt es hier auch Jobs, die man lernen kann. Ja, alles andere habt ihr ja gerade gesehen. Na, im Inventar sind hier noch zwei Waffen drin. Die könnten wir uns bald jetzt ausrüsten. Dann haben wir wieder ein bisschen was mehr. Gut, und ich würde sagen, das reicht für heute. Für dieses, für diese Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye.